Ich bin die Gabriella Kiremateng, ich bin 25 Jahre alt, komme gebürtig aus Dortmund, lebe aber mittlerweile in London. Ich bin nach England gezogen, weil ich mal was anderes erleben wollte. Und jetzt lebe ich dort und ich bin selbstständige Gospelsängerin. Dann leite ich den Gospelchor an einer Universität. Say his name, say his name. Und ja, ich lebe meine Träume. Let's go. Es ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, dass sobald ich irgendwie mal einen freien Tag habe von der Arbeit, dass ich direkt nach Dortmund komme, um die Familie zu sehen, weil Familie ist für mich alles. Deswegen ist es umso schöner, dass wir heute zusammen hier picknicken können. Das ist für dich. Willst du noch mehr? Ja, natürlich. Was hast du für eine Frage? In London, was ich am meisten vermisse, ist das Essen von meiner Mutter. Ich kann nicht deutsches Essen nicht kochen. Ich habe immer gerne nicht essen gekommen, weil es immer gesund. Meine Mutter ist mein Ein und Alles. Sometimes in our lives we all have pain. Meine Mutter ist zusammen mit meinem Vater vor 30 Jahren aus Ghana nach Deutschland gezogen. Sie hat uns alleine großgezogen. Mein Vater ist verstorben, als ich nur 3 Jahre alt war. Das war mein Mann, ja. Er war fein, ne? Aber er war jung gestorben, ja. Ich habe nur so wenige Erinnerungen. Leider, leider. Ich hätte ihn gerne noch etwas länger kennengelernt. Ja. Aber meine Mutter hat einen guten Job gemacht. Der Support von meiner Mutter bedeutet mir so, so viel. Sie hat wirklich immer an mich geglaubt. Und ich habe halt von vornherein immer gesagt, ich will Sängerin werden. Und sie hat mich immer gepusht, mich zu jeder Chorprobe in der Kirche mitgenommen. Und dafür bin ich mein Leben lang dankbar. Ich werde Shackles von Mary Mary singen. Das ist auch ein Gospel-Song. Deswegen bin ich The Voice sehr dankbar, dass ich da mit meinem Genre strahlen kann. Mir ist es so wichtig, dass ich bei The Voice Gospel singen kann, weil ich möchte die erste Gospelsängerin sein, die bei The Voice gewinnt. Ich hoffe, dass ich all diese Millionen Menschen, die gerade zuschauen, auf irgendeine Weise berühren kann. Mit dem Song, mit der Message und einfach mit meiner Präsenz. Halle, Halle, Halle.